Radiowellengerät eingeschaltet. Bitte verhalten Sie sich ruhig und nehmen Sie ab jetzt keine manuellen Veränderungen mehr an Ihrem Empfänger vor. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Hier spricht die Kosmonautenschule Weimar. Wir senden auf Ultrakurzwelle Frequenz 106,6 MHz. Ja, genau. Herzlich willkommen. Wir sind die Kosmonauten, also wir sind sozusagen Abgesandte der Kosmonautenschule Weimar. Im Rahmen und sind gelandet hier in Wien im Rahmen des Jura-Säufer-Symposiums Neue Öffentlichkeiten. Also wir, das ist der Radiomacher, der Andreas Bayer, und ich bin Regisseur, Nico Diedrich. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier unsere Arbeit präsentieren können. Also wir haben hier eine Arbeit, ein Hörspiel über Jura Säufer, also von seinem Todesort aus Weimar, also Buchenwald bei Weimar, mitgebracht. Und sind sozusagen als Künstlergruppe hier eingeladen worden. Kosmonautenschule Weimar, was ist denn das, um Gottes Willen? Es ist eine interdisziplinäre Künstlergruppe aus Weimar mit 100 assoziierten Künstlern aus den Bereichen Theater, Film, Architektur, Radio, Grafik und Musik und alles, was so die Kunsthochschulen in Weimar so hergeben. Und wir arbeiten seit ungefähr 5 Jahren in unterschiedlichsten Konstellationen zusammen und unsere Ziele sind relativ simpel. Wir haben 3. Das erstens, wir wollen die Schwerkraft vernichten, zweitens die Erde verlassen und drittens die Zukunft manipulieren. Kurz, wir würden gerne einen Blick, also wie ein Kosmonaut von der Erde aufsteigend, einen Blick von oben auf die Erde hinauf sozusagen werfen und sozusagen uns von jeglichen politischen sowie auch soziologischen Zusammenhängen lösen und einfach nur frei und offen auf die Welt, auf unseren Erdenball schauen. So, unsere Vorbilder sind Autoren der wissenschaftlichen Fantastik, also Autoren aus dem Ostblock, also wie Stanislaw Lem und die Gebrüder Strugatzki. Deshalb heißen wir auch Kosmonautenschule und nicht Astronautenschule. Und wir wollen sozusagen nicht mit Zukunftsvisionen einfach nur unterhalten, wie es sozusagen heutzutage die Science Fiction tut, sondern wir wollen an Zukunftsvisionen lernen. Da ist uns im vergangenen Jahr ein Autor begegnet, Jura Säufer, der die Schulstunde aus dem Jahr 2035 schrieb und der in Buchenwald, an dem Ort, an dem wir heute wirken, damals gestorben ist. So. Und dort an Typhus sozusagen dorthin verschleppt wurde und dort an Typhus starb. So. Und Sie sind sozusagen auch alle recht herzlich eingeladen, bei uns, bei der Kosmonautenschule Weimar, mitzumachen. Wir nehmen sozusagen ständig neue Mitglieder auf und wir arbeiten mehrsprachig. Ich würde gerne die Erde verlassen. I want to leave the planet. Quiero abandonar un planeta. Ich würde die Schwerkraft zerstören. Zerstören, ja. Ich würde völlig zerstören. Ja, hat schon manipuliert, weil du bitte schön. Herzlich willkommen, ich war so schön. Ich würde gerne die Zukunft manipulieren. Wollen Sie wirklich die Erde verlassen? Steigen Sie mit ein in die Kosmonautenschule. www.kosmonautenschule-weimar.de. Registrieren Sie sich jetzt. Werden Sie Kosmonaut. www.kosmonautenschule-weimar.de. Ja, also sind sozusagen, es ist tatsächlich so, uns gibt es wirklich. Wir arbeiten seit mehreren Jahren, also seit 5 Jahren in Thüringen und arbeiten eben an der wissenschaftlichen Fantastik. Wir arbeiten sehr viel auch im öffentlichen Raum und wir arbeiten auch an Hörspielen. Und das ist jetzt sozusagen unser zweites, kann man sagen, was genau wir gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang, deshalb sind wir heute auch hier, weil es eben so schön inhaltlich zum Symposium passt. Genau, also wie der Herr Diedrich ja schon gesagt hat, kommen wir aus Weimar. Weimar ganz in der Nähe des ehemaligen KZ Buchenwald, dem Sterbeort von Jura Säufer, sodass wir uns natürlich freuen, im Rahmen des Symposiums hier in
der Volkshochschule Hietzing, das Stück uraufzuführen. Ja, die Schulstunde im Jahre 2035 steht oder ist ein tragendes Element im Hörspiel, was Sie ja dann auch gleich hören werden, und deshalb auch der Titel Jura Säufer, eine Geschichtsstunde im Jahre 2035. Vielleicht nochmal kurz zum Rahmen. Also es ist so, dass wir heute, also uns mit diesem Werk, sind wir sozusagen eingeladen worden, an diesem Symposium teilzunehmen. Was passiert jetzt mit dem Hörstück? Also das wollen wir jetzt gleich mal abspielen, das wollen wir gleich mal an Ihnen testen, ob Sie vielleicht einschlafen, ob es Sie interessiert, ob es vielleicht was Interessantes ist. Es geht ca. 50 Minuten. Was passiert dann? Dann gehen wir damit auf Hörspielreise. Wir nehmen dieses Hörspiel, stellen es jetzt sozusagen, bringen es auch hier während des Symposiums unters Volk, haben hier auch eine Vorstellung hier beim ORF, wo wir sozusagen auch nochmal vorsprechen werden. Das machen wir dann beim MDR, also beim Mitteldeutschen Rundfunk in Thüringen und Sachsen auch. Das machen wir dann beim RBB auch in Berlin-Brandenburg. Und dann präsentieren wir das in Celle, am Schlosstheater, dieses Radiostück, und am 16.12. geht es sozusagen zum ersten Mal in Weimar auf Sendung, also richtig auf Radio, also da wird es zum ersten Mal gesendet. Und im kommenden Jahr wollen wir dann mit dem Hörspiel weiter durch Thüringen wandern, und dieses Hörstück wird auch eingehen in die Gedenkstätte Buchenwald, wo sozusagen Schulklassen sowie auch Touristenklassen dieses Hörspiel über einen von den vielen Inhaftierten in Weimar stetig zu hören werden, bekommen werden. Also dass man sozusagen auch nicht nur das abstrakte Bild der vielen Toten und Gefangenen dort hat, sondern auch mitbekommt, welche Schaffenskraft oder was dort eigentlich an Menschenleben zerstört wurde, wo ja Jura Säufer ja auch nur eines ist von viel, also von einer ganzen Generation, die dort ins Leben gekommen sind. Ich will, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir setzen uns mal auf das Publikum.